Ich bin immer noch etwas verblüfft, wie die letzte Bodenarbeit, die letzte Trainingseinheit mit dem Zottel lief. Wer mir schon lang genug folgt oder alte Videos von mir gesehen hat, weiß, dass ich ganz massive Probleme damit hatte, als ich den Nico anlongiert habe. Und dementsprechend habe ich eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie man es nicht macht und wollte es jetzt mit dem Zottel besser machen. Hier seht ihr erstmal die Vorbereitung. Ich habe erstmal das Knotenhalfter dran gemacht, mit dem arbeite ich immer, wenn ich mit dem Zottel Bodenarbeit mache und zeige ihm hier dann schon mal die Gamaschen. Es ist wunderbar, um euch auch mal zeigen zu können, wie ich Zottel an neue Ausrüstung heranführe. Wir spielen erst ein bisschen, damit ich ganz sicher sein kann, dass er es nicht gruselig findet. Und dann mache ich kurz einen Prozess. Ich mache gar nicht besonders vorsichtig, sondern einfach als hätte ich Plan, zack, die Gamasche dran. Und gehe dann aber ein bisschen auf Abstand. Und es hat auch schon einen Grund, warum ich das in der Halle mache. Weil wenn er irgendwie es ganz, ganz furchtbar findet und wegspringen will oder sonstiges, dann kann er es machen. Also ich finde es ganz wichtig, dass er wirklich einfach Platz hat, sich damit auseinanderzusetzen, wo er sich nicht wehtun kann, wo er niemandem sonst wehtun kann. Und da sieht man hier, er bewegt sich, er wollte sich auch gerne bewegen und das kann er problemlos machen. Und nachdem die erste jetzt dran ist, selbes Spiel mit der anderen, ich halte nicht so viel Abstand, weil ich Angst vor ihm habe, sondern einfach, dass wenn er eine dolle Reaktion zeigt, dass mir nichts passiert. Deswegen Gamasche dran, direkt wieder auf Abstand. Und ihm einfach Zeit geben, sich kurz damit auseinanderzusetzen. Deswegen hat er wieder ein bisschen Angst bekommen und dann machen wir einfach das, was wir in der Bodenarbeit schon geübt haben. Normal geht er kleinere Kreise um mich, aber hier war er jetzt so flott unterwegs, dass er einen größeren Kreis gedreht hat, sah schon fast nach Longieren aus. Und das war einfach genau das, was er jetzt in der Situation mit den Gamaschen gebraucht hat. Das sieht man, er beruhigt sich jetzt nach und nach. Fängt auch wieder an, sich so ein bisschen auf mich zu konzentrieren und kommt jetzt ganz entspannt wieder zu mir. Und besser kann es doch gar nicht laufen. Es ist, innerhalb von Sekunden hat er sich an die Gamaschen gewöhnt und wird natürlich ganz doll dafür gelobt. So, zur Belohnung darf er immer ein bisschen spielen. Also die Pylone ist eigentlich dafür da, um X zu markieren, aber Fotti und auch Nico sehen sie ganz gerne als Spielzeug. Und das ist einfach eine super Sache. Also klar, kraulen kann ich immer, aber einfach zwischenzeitlich mal den Kopf ausschalten, kurz spielen, tut immer gut. So, hier kommt das nächste neue Ausrüstungsstück. Trense hat er schon einmal getragen, das ist aber jetzt auch schon länger her. Aber weil er immer noch alles super gerne ins Maul nimmt, hat er auch das Gebiss sofort genommen und festgehalten, was natürlich super ist. Sie hat es überhaupt nicht wieder hergegeben, da hatte ich ganz viel Zeit, erstmal die Ohren dahinter zu verstauen und dann alles festzuschnallen. Und ich habe beschlossen, an dem Tag jetzt noch nicht mit der Longe zu arbeiten, noch nicht ins Gebiss einzuhängen, sondern einfach mit dem Bodenarbeitsseil am Knotenhalfter, wie es gewöhnt ist. Das habe ich einfach hier so ein bisschen zusammengebaut und dann kann er, während wir weitermachen, sich einfach so ein bisschen an das Gebiss gewöhnen. Sieht mir, er kaut hier, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er es wirklich blöd findet, sondern er, wenn, dann fand das blöd, dass er nicht gut kauen konnte, weil es halt genau da liegt, wo keine Zähne sind. Aber grundsätzlich hat er total gerne was im Maul, von daher ist das eigentlich weniger ein Problem. Er musste jetzt halt nur merken, dass auch wenn alles ein bisschen anders ist als sonst, dass er die Aufgaben zu erfüllen hat, die wir sonst auch machen. Also hier einfach so ein bisschen um mich kreisen. Das ist, ja, eigentlich ist das Führen am etwas längeren Zügel, das ist ja noch nicht wirklich Longieren, aber das habe ich so ein bisschen als Vorarbeit gemacht. Also das kennt er, das haben wir schon häufiger gemacht. Und er musste jetzt einfach nur sich einmal an die neue Ausrüstung dabei gewöhnen. Man sieht hier aber, ja, er kaut zwar, aber er ist entspannt, er findet es eigentlich nicht schlimm. Also er wirkt ja wirklich alles in allem sehr, sehr entspannt. Auch ja, sehr ruhig für seine Verhältnisse. Er ist eigentlich sehr, sehr aufgeregt normal. Aber ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ihn das jetzt überfordert, dass das zu viel ist. Und deswegen habe ich dann beschlossen, jetzt tatsächlich auch noch einen Schritt weiter zu gehen. Loben natürlich immer wieder. Und dann habe ich mir einmal die Peitsche geschnappt. Weil normalerweise treibe ich ihn, habt ihr ja gesehen, mit dem Ende vom Bodenarbeitsseil an. Aber ich wollte ihn jetzt ganz gerne mal auf den größeren Kreis schicken. Und da brauche ich einfach als Verlängerung meines Arms die Peitsche und konnte dann das Seil eben ganz am Ende anfassen.
So, und bis auf die Auseinandersetzung mit den Gamaschen eben ist das jetzt hier wirklich das erste Mal, dass es wirklich schon mehr in Richtung Longieren geht. Und er weiß, dass ich will, dass er im Kreis läuft. Das haben wir ja schon erarbeitet. Die Peitsche kennt er auch schon vom Freilaufen. Ich habe ihm auch schon das Stimmkommando für den Trab so ein bisschen beigebracht beim Freilaufen. Von daher, die einzelnen Elemente kannte er alle schon. Und jetzt haben wir es zum ersten Mal alles zusammengesetzt. Und da sieht man, die gute Vorarbeit hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Er hat ziemlich sofort verstanden, was ich von ihm will und trabt ganz entspannt. Also besser hätte es gar nicht laufen können. Ich hatte auch nicht gedacht, dass wir, also das heißt nicht gedacht, aber mir war klar, dass wenn irgendein Zwischenschritt jetzt nicht funktioniert, dass wir es nicht bis zum Ende durchziehen, dass wir dann nicht direkt komplett longieren. Darauf war ich eingestellt. Aber ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir den Schritt jetzt tatsächlich schon gehen konnten, dass der Zotti tatsächlich seine ersten Runden an der Longe gedreht hat. Na gut, am Boden habe ich Zeit, aber ihr versteht, denke ich, was ich meine. Macht mich sehr, sehr stolz, lief sehr viel unkomplizierter als bei Nico. Und der Zottel, der wirkt auf mich wirklich total abgeklärt, der wusste ganz genau, was seine Aufgabe ist. Das macht mich einfach super stolz. Und keine Sorge, mir ist bewusst, das ist ein junges Pferd. Reiten ist noch lange nicht in Sicht, dafür ist er noch viel zu jung. Wir werden das auf keinen Fall öfter als einmal die Woche machen. Wir werden das auf keinen Fall länger machen als 20 Minuten. Inklusive dem Vorherlaufen, Nachherlaufen, Spielen, was auch immer. Also eine Trainingseinheit mit allem drum und dran ist bei uns maximal 20 Minuten lang. Also der Zottel wird nicht überfordert, der muss sich nicht körperlich anstrengen, der muss nur sein Köpfchen ein bisschen anstrengen. Und da passe ich ganz doll drauf auf, dass es nicht zu anstrengend für ihn wird. Und natürlich immer gelobt. Und damit habe ich das Training dann auch schon für den Tag sein lassen. Jetzt erstmal wieder zurück zu den Cavalettis. Die sieht man da nicht, aber das sind die Cavalettis. Da verstaue ich meine ganze Ausrüstung drauf. Und genau wie ich die Ausrüstung in der Halle dran gemacht habe, mache ich es auch wieder in der Halle ab. Weil das Klettgeräusch, das kennt er ja auch noch nicht, da wollte ich einfach sicher gehen, dass er sich da nicht am Putzplatz erschrickt und irgendwo reinspringt, sondern alles da, ja, wo zur Seite springen kein Problem ist. Ja, habt ihr mal eine ganze Trainingseinheit von uns gesehen? Viel mehr werden wir jetzt den Winter über nicht machen.